Hallo und herzlich willkommen bei Krehend, kreatives Handgemacht. Ich bin Carola und begrüße euch zu einer neuen Folge in meiner kreativen Welt. Nachdem es jetzt hier überall die ganze Woche so kalt gewesen ist und auch noch sehr frisch ist, scheint heute endlich mal wieder die Sonne, zumindest bei uns. Ich hoffe, dass das bei euch ähnlich ist. Aber trotzdem habe ich mir Gedanken gemacht um Weihnachten, auch wenn das noch weit weg ist, aber wir Bastler basteln ja immer schon sehr weit vor und deswegen möchte ich mit euch heute eine Visitenkartenbox basteln, die ihr vielleicht auf euren Marktstand stellen könnt, um eure Visitenkarten zu verteilen, oder ihr schenkt sie einfach einer lieben Freundin, die einen Marktstand hat. Und ich habe mir heute auch schon wieder Materialien zurechtgelegt. Das ist wieder unser Schneid- und Falzbrett. Glue-Dot, Flüssigkleber, Fast-Fuse, die kleine Bastelschere und ein Falzbein. Ein feines Geschenkband aus dem neuen Jahreskatalog in Feige. Dimensionist, die Project Life Eckenstanze und wieder zum Ausrollen der Simlet, die Schaumstoffmatte und der Ausroller. Dann die Simlet-Form im Rosengarten und natürlich empfiehlt sich hier auch wieder die Präzisionsplatte und die Acrylplatte dann dazu. An Papieren habe ich zur Seite gelegt auch das neue Designerpapier aus dem aktuellen Jahreskatalog. Designerpapier im Block Blumengarten. Und von dem Designerpapier habe ich mir dieses rausgesucht. Und habe hier aus dem Eck mit den Rosen folgende Teile ausgeschnitten. Und zwar alles in 9,5 Breite und jeweils so, dass es dann übereinander passt, wenn man das dann so aufbringt auf die Schachtel. So würde das übereinander passen, also 9,5 Breite habe ich das geschnitten und dieser Streifen ist 2 cm. Dieser 6 cm und dieser 3,5 cm. Und dann habe ich nochmal einen 2 cm Streifen geschnitten. Das ist das gleiche Papier, von oben weg jetzt. Den drehe ich dann nur rum, der kommt verkehrt herum auf die Schachtel drauf. In Aquamarin habe ich hier 12 x 7,5 cm, 22,5 x 10 cm und 20 mal 13 cm und ein Stück in Zartrosa für das Stanzteil, was wir dann brauchen. Beginnen werde ich jetzt mit der Grundform wieder dieser Innenschachtel. Hier außen herum, das ist dieses Stück 20 mal 13. Das wird querliegend gefalzt bei einem 5, 15 und 19 cm und hochkant bei 2,5 und 6,5 cm. Bevor wir das jedoch jetzt einschneiden, wird es nochmal gefalzt. Jetzt nehmen wir das vorgefalzte Papier so, dass hier unten die 2,5 cm Linie ist und hier 6,5 und nach oben ist dann das größere Stück. Und wir setzen hier jetzt an der 6,5 Linie nach unten noch 1 cm weiter hier eine Querlinie bis zu diesem Falz, den wir querliegend bei 5 cm gefalzt haben. Und nach oben zu messen wir in der Klebefalz 2,5 cm ab. Also zuerst die 6,5, also hier ist 2,5 und 6,5, diese Falzlinie bei einem Zentimeter hier auf dem Falzbrett anlegen. Und jetzt hier einmal falzen bis zu dieser 5 cm Querlinie. Braucht auch nicht zu doll gefalzt sein, das ist für uns nur eine Schneidmarkierung. Und jetzt die 6,5 Linie hier rechts bei 2,5 anlegen. Und dann nur in dem 1 cm Klebefalz eine kleine Markierung setzen, wo wir dann wegschneiden können. Und dann schneiden wir mit der kleinen Schere von hier unten das kleine Rechteck jetzt weg, was wir uns gerade markiert haben.
schrägen immer die Klebelaschen ab, genauso hier. Und diese wird von hier oben noch weggeschnitten, so dass das dann so aussieht, wenn ihr das fertig geschnitten habt mit den Klebefalzen. So, genau. Und auf der anderen Seite wird das jetzt ganz genauso noch einmal gemacht. Da lege ich jetzt nach rechts den einen Zentimeter ein, einfach weil das dann handlicher ist, da ranzukommen. Immer schauen, dass ihr auf der richtigen Seite von der 6,5 cm Falz diese Linie jetzt zieht. Dann 6,5 cm Falz wieder bei 2,5, jetzt links anlegen und in dem einen Zentimeter Klebefalz eine kleine Markierung setzen. Dann sieht es so aus. Und jetzt wieder ausschneiden. Jetzt wieder fertig ausgeschnitten schaut das dann so aus. Und das Falz sehe ich jetzt noch mit dem Falzbein einmal nach. Diese ganzen Falzlinien, bei dünnerem Designerpapier reicht es einfach, wenn man mit der Hand nachfalzt, aber bei so Farbkarton bietet es sich immer an, komplett nachzufalzen mit dem Falzbein, damit es dann beim Zusammenkleben besser hält und weniger Spannung drauf ist. Hier nehmen wir jetzt auch unsere Bojack Life Umstanze und stanzen hier oben diese Ecken einmal rund ab. Das ist dann von diesem Kistchen hier vorne, das sieht einfach ja, ein Stück gefälliger aus. Das Ganze wird dann zusammengeklebt, indem man hier das so zusammenfaltet. Hier vorne sind dann die 2,5 cm, damit man besser zu den Visitenkarten reingreifen könnt. Jetzt könnt ihr mal schauen, wenn ihr das hier so aneinander legt, dass auch die Klebelasche hier innen verschwindet, dass man die nicht mehr sieht. Und ich klebe jetzt hier vorne drauf schon meinen 2 cm Streifen von dem Designerpapier hier jetzt. Also lege ich mir das so rum hin, damit das dann richtig rum drauf ist. Und zwar den unteren mit dem Rosenmotiv. Das kommt so rum hin, also klebe ich es so rum drauf. Das mache ich jetzt mit Flüssigkleber. Und die Kiste selber klebe ich mit Fastfuse zusammen. Dafür gebe ich den Fastfuse jetzt hier auf die Klebelaschen, die wir uns eben zurechtgeschnitten haben. So 4 kurze Stücken sind das nur. Nochmal. Und dann halte ich das so hier an den Ecken schön aneinander, so leicht ansetzen, erstmal nur noch nicht ganz fest drücken. Auf der anderen Seite. Und jetzt das hier so hochklappen, aufeinander setzen. Schön Kante an Kante. So, und jetzt kann man nochmal mit dem Falzbein fest andrücken. Okay, somit ist unsere Grundform für die Kiste schon fertig. Und dann haben wir hier 12 x 7,5 cm. Das wird nicht ganz ringsherum bei einem Zentimeter gefalzt, sondern an den beiden kurzen Linien und an einer langen Linie. Dann schneiden wir hier auch einfach schräg die Klebelaschen ein und schneiden damit gleich das Eck raus. Noch besser geht es, wenn ihr einfach so schräg wegschneidet, weil die Kanten dann aneinander stehen und wenn man das so im 45-Grad-Winkel wegschneidet, dann überlappt nichts. Hier oben schneiden wir nur ein kleines Stückchen schräg weg. Und das Ganze ist dann hier dieses Stück, was als Abgrenzung dient. Und zwar ist es so gedacht, dass ihr die Hülle, die dann außenrum kommt, einfach so zusammenklappt und hier hinten reinstecken könnt. Und wenn ihr das dann am Markt an eurem Stand stehen habt und hier die Visitenkarten drinnen habt, meine kriegen so,
dann ist das doch ein Hingucker, es fällt auf und die Leute können sich einfach die Visitenkarten mitnehmen. Und damit das richtig hier drin hält, habe ich eben diese Abgrenzung gemacht. Und dann könnt ihr natürlich nach Lust und Laune hier oben dekorieren, dass es vielleicht noch mehr auffällt oder vielleicht einen Spruch drauf stempeln wie Dankeschön. Genau, und wenn ihr es dann nicht mehr braucht, könnt ihr die Banderole einfach außenrum machen. Und die Visitenkarten sind geschützt bis zu eurem nächsten Markttag. Und dieses Stück Papier, diese Abgrenzung, setzen wir jetzt auch in unsere Kiste ein. Und dafür hier nochmal kräftig umfalzen und auch den Fast Fuse hier auf diese drei Klebelaschen aufbringen. Ihr könnt auch gerne vorher, bevor ihr den Fast Fuse drauf macht, einmal probieren, passt das überhaupt in meine Kiste? Habe ich jetzt richtig gemessen? Ich mache es einfach so, dass ich die Klebelasche hier hinten anstoßen lasse. Also hier hinten an der Rückwand. Das ist dann 1 cm Zwischenraum, das reicht, um die Banderole schön unterzubringen. Einfach schön runter und hinterdrücken. Dann ist das richtig positioniert. Und auch nochmal mit dem Falzbein einfach andrücken, dass das dann nicht mehr wegrutscht und sich fest verbindet. Gut, kommen wir zu der Banderole. 22,5 x 10 cm querliegend gefalzt bei 4,1, 10,8, 14,9 und 21,5 cm. Auch diese wieder mit dem Falzbein nochmal nachfalzen und auf den 1 cm Klebelasche kommt wiederum Fast Fuse drauf. Diese Klebelasche schräge ich jetzt nicht ab, sondern schaue, dass das hier genau gerade aufliegt. Dann sollte nichts drüber rausschauen. Einmal mit dem Falzbein fest andrücken. Und jetzt sollte das auch über unsere Schachtel passen. Jawohl. Passt wunderbar drüber, schaut auch nichts links und rechts drüber raus. Deswegen auch die etwas komischen Maße, die ihr gesehen habt, mit 4,1, 10,8, weil die Banderole, die wir hier außen drum wickeln, ist natürlich immer ein bisschen größer als unsere Kistchen. Wir haben hier 4 cm und hier 6,5. Also habe ich hier 4,1 cm und hier 6,6 cm berechnet, um die Banderole herzustellen. Also jeweils einen guten Millimeter einfach mehr und dann passt das hier wunderbar drum. Es rutscht aber auch nicht von alleine runter. So, jetzt bestimme ich meine Vorderseite, indem ich hier schaue, wo die Klebelasche ist. Ich habe hier zusammengeklebt. Also ist das vorne. Und da vorne drauf mache ich jetzt dieses Stück Klebestreif oder dieses Stück Designerpapier so rum. Und obendrauf kommt dieses. Das könnt ihr jetzt mit Flüssigkleber oder Seal machen. Ich nehme den Flüssigkleber. Und mit dem Falzbein auch nochmal kräftig andrücken, den flüssigen Kleber hier drunter nach außen zum Rand verteilen. Ich gehe immer extra mit dem Auftrag ein wenig vom Rand weg, dass es dann nicht drüber rausquillt. So, jetzt dieser 2 cm Streifen, wo ich die Rückseite benutze, das klebe ich einfach hier drüber und zwar mit Dimensionals. Die habe ich hier, genau. Da reichen 2 halbe, würde ich sagen. Das geht natürlich wieder gut mit einer Pinzette. Links und rechts einmal aufkleben und gleich die Schutzfolie abziehen. Ich nehme das einfach als Kontrast für unser Sandwichform dann mit der Rose, dass das besser zur Geltung kommt. Deswegen dieser Papierstreifen hier drüber. Jetzt mit der Sinnlitzform Rosen und auf eurem
Papier, ich suche es gerade, hier zarte Pflaumen mit dieser Sinnlitzform einmal ausstanzen und dann mit dem Schaumstoffkissen und dem Ausroller das Ganze aus der Form ausrollen. Heraus kommt dann diese Rosenform, die ich jetzt einfach hier mittig oder beziehungsweise leicht rechts versetzt hier aufbringe. Und da nehme ich Glue Dots, die ich so ein bisschen zusammenrolle. Da ist natürlich so ein Lochwerkzeug auch sehr hilfreich. Geht auch mit einer Pinzette. So ein bisschen aufrollen. Ihr habt das wahrscheinlich schon öfter gesehen. Und dann gucke ich mir einfach an der Rückseite an, wo sind breitere Stellen, wo bekomme ich den Glue Dot gut unter, ohne dass er zur Seite rausguckt. Also so zwei, drei Stück drauf, eben, dass man das gut platzieren kann. Und ich schaue dann auch, dass ich die Klebeflächen möglichst über diesem grünen Streifen habe, dass das nochmal ein Stück nach oben kommt. Und jetzt nehme ich einfach noch mein Schleifenband, mache eine kleine Schleife, die ich dann auch mit einem Glue Dot aufsetze. Also das Band nehmen, eine Schlaufe hinten herum, das Band führen, hier vorne mit dem Daumen ein wenig festhalten und hier so einen kleinen Knick in der Schlaufe machen und da durchstecken, wo jetzt noch mein Finger ist. So hat man schnell eine schöne kleine Schleife mit der Hand auch gebunden. Schön festziehen. Und da abschneiden. Jetzt mache ich das erstmal mit einem Glue Dot fest und dann schaue ich, wo ich die Bänder noch ein Stück einkürze. Erstmal wieder zusammenrollen, weil der Glue Dot ja zu groß ist für diese Schleife. Das ist 3,2 mm nur diese Schleife breit oder dieses Schleifenband breit. So. Jetzt könnt ihr das hier auf die Rose setzen oder irgendwo anders hin, wo es euch am besten gefällt. Ich mache die Schlaufen noch mal ein bisschen kleiner. Und ich setze das jetzt einfach hier so schräg drauf. Dann kann ich die Schleifenbänder einsetzen. Ein bisschen Platz machen. So. So. Und so. Und dann mache ich die Schlaufen immer noch mal ein bisschen auf, sodass die schön rund sind, nicht so flach gedrückt vom Festziehen. Ja, genau, dann könnte man hier natürlich auch Glitzersteinchen drauf machen. Aber so ist eine einfache und schnelle Variante, die doch wahrscheinlich Wirkung hinterlässt. Fertig. Beim Reinstecken würde das dann so aussehen, dass das hier hinten reinkommt. Und dann kann man das so weit runterschieben, dass die Rose hier reinschaut. Und hier die Visitenkarten drunter sind. Zum Vergleich diese beiden Varianten. Andere Farben, andere Formen, Muster. Und schon haben wir wieder eine andere Wirkung. Und zum Verstauen hat man jetzt eben hier auch an der Oberseite dieses Muster vom Designerpapier noch. Da habe ich hier bei diesem Beispiel freigelassen, also nur zum Vergleich, einmal mit mehr Deko und einmal mit weniger Deko. Das war jetzt nun noch eine kleine Bastelei vor unseren Sommerferien, die morgen
Vormittag, Mittag hier in Bayern nun endlich auch beginnen. Bei manch einem von euch geht vielleicht schon nächste, übernächste Woche die Schule wieder los und wir werden jetzt erstmal Ferien genießen. Deswegen mache ich hier auch mit den Videos eine kleine Pause im August und ihr könntet aber immer mal zwischendurch vorbeischauen. Es wird einige Informationen auf dem Blog geben, auch auf Facebook. Ja, die Online-Kanäle, die sind nach wie vor besetzt. Mir wird es im August keine neuen Videos und Bastelanleitungen geben, sondern erst danach wieder pünktlich vor dem Herbst und vor Weihnachten. Ich wünsche euch noch einen schönen Resturlaub oder wenn ihr auch jetzt erst mit dem Urlaub beginnt, eine schöne Zeit mit eurer Familie. Genießt den Sommer, der jetzt hoffentlich zu uns zurückkommt und ich freue mich auf euch, wenn wir uns dann im September wiedersehen. Ciao. Journey to our destination is what we remember today. Go celebrate the difference that we made. Thinking back at where we started, we can see just how far we have come with what each of us has created.